Ein Querschnitt durch den Berliner Sonntag im fünften Kriegssommer. Die Uniform beherrscht das Straßenbild. In dem durch Terrorangriffe mehrfach schwer heimgesuchten Berliner Zoo, der vor genau 100 Jahren eröffnet wurde. Sportfreunde kommen bei einem Boxkampf in der Dietrich-Eckart-Bühne auf ihre Kosten. Der Ausflugsautobus ist durch den BVG-Dampfer ersetzt worden. Freibad Wannsee hat von der alten Anziehungskraft nichts eingebüßt. Entspannung im Reichssportfeld, das an die großen Tage der Olympischen Kämpfe erinnert.